Wir sind schon ein paar Tage unterwegs im Kongo, im Südosten des Landes, am Rande der Großstadt Goma. Heute beginnt der wichtigste Teil unserer Reise, die Besteigung des Nyiragongo, einer der aktivsten Vulkane weltweit. 5 Stunden, so hat man uns gesagt, braucht man für den etwa 8 Kilometer langen Marsch zum Krater. Dass es später doch ein paar mehr werden, ahnen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das ist Innocent, unser Tourguide und Koch. Nicht nur Film und Foto müssen mit, auch jede Menge anderes Gepäck. Für immerhin 2 Nächte oben am Kraterrand. Und natürlich Wasser. Schon bald wird uns klar, dass es gut war, ein paar mehr Träger zu engagieren. Die sind guten Mutes. Der Vulkantourismus ist für sie schließlich ein gutes Geschäft. Während Innocent unsere letzten Utensilien verstaut, kümmern wir uns um den offiziellen Teil des Trips, die Eintragung ins Gästebuch, damit die Parkverwaltung weiß, wer mit wem auf dem Berg unterwegs ist und wie lange. Okay, alles okay? Ja. Ausmalen? Okay. Perfekt. Ein bisschen Werbung muss sein. Joseph Kabila, le président de la République démocratique du Congo. Die Träger erhalten letzte Instruktionen von ihrem Chef. Schließlich soll es den Musungus, den Weißen, auf dem Nyiragongo gut gehen. Innocent ist bereits startklar. Und wir bekommen noch ein paar nützliche Hinweise mit auf den Weg. Wir haben hier diverse Tiere im Park. Antilopen, Paviane, Büffel und sogar Schimpansen, erklärt der Chefranger. Doch wenn es zu einer Begegnung mit den Tieren kommt, bleiben bitte alle auf dem Weg. Morgen früh um 6:30 geht es dann wieder zurück. 3 Besucher bleiben aber noch eine Nacht länger. Das sind wir. Okay. Et dès que vous arriverez ici, vous passerez encore au bureau pour faire les commentaires de votre visite. Die erste Strecke führt uns durch tropischen Regenwald.
Nach einer Dreiviertelstunde die erste Überraschung. Schimpansen. Ob die Affen beunruhigt sind, weil wir in der Nähe sind, oder ihr Geschrei ganz andere Gründe hat, wissen wir nicht. Schimpansen sind wie wir Menschen Allesesser. Sie fressen also auch Fleisch. Aber der größte Teil der Nahrung besteht aus Früchten und Nüssen. Wenn es die mal nicht gibt, geben sie sich auch mit Blättern, Knospen oder anderen Pflanzenteilen zufrieden. Eine Stunde nach der Begegnung mit den Schimpansen dieses Bild. Verkohlte Baumstämme. Innocent erklärt uns, was hier 2002 geschah. We are standing here at 2575 meter for altitude. It's this place where the eruption of 2002. Wir befinden uns auf etwa 2600 Metern Höhe. Hier, an dieser Stelle, begann 2002 der Ausbruch des Nyiragongo. Die Lava kam nicht etwa von oben, aus dem Krater, wie viele denken. Sie trat vielmehr aus diesen Spalten aus und floss weiter unten unterirdisch Richtung Goma Airport, wo dann eine zweite Eruption stattfand. From the bottom to continue again to route to the place where we have cross to Goma airport. But auch der Nachbarvulkan, der Nyamuragira, ist immer wieder aktiv, etwa alle zwei Jahre. The lava froze in the park. What was the last eruption of Nyamuragira? The last eruption for Nyamuragira is this year. It started from the 6th November. And it took a couple of weeks, and now we noch schießt Lava aus dem Boden am Fuße des Vulkans, aber die Intensität nimmt langsam ab. Almost going to finish, to stop. But it didn't kill any people. This one didn't kill any people except the environment in the park and some animals who are victims. Wir haben die 3000er Grenze erreicht. Die Luft wird immer dünner und unsere Schritte kleiner. Innocent und unsere Porter sind guter Dinge. Unglaublich bei all dem, was sie tragen. Wir stoppen jetzt gleich. Ne? Uns ist nicht nach Singen und Scherzen zumute. Nach über 7 Stunden Aufstieg sind wir mit unserer Kraft fast am Ende. Okay. Gariguni. Thank you. Die letzten 200 Meter. Geschafft. Tous les gens. Alle sind glücklich. Hallo. Tous les gens. Beim Blick in den Krater kommt Ehrfurcht auf.
Der nächste Morgen. Es ist ungemütlich und kalt. Doch der Blick zum Himmel verheißt. Kilakitu Mzuri. Alles wird gut. Und so ziehen sie los. Runter zur Basis, wo neue Touristen warten. Muss durchs Okular gucken, sonst geht's nicht. Ja, okay, das liebe ich. Wir dagegen haben es viel gemütlicher. Kein Wunder bei diesem Frühstück. Und Innocent Service. Nach dem Frühstück haben wir Zeit. Zeit, um in Ruhe zu filmen und zu fotografieren. Alle anderen Besucher sind längst auf dem Rückweg zurück nach Goma. Wir haben den Nyiragongo ganz für uns allein. Fast allein. Raben sind ganz typisch für diese Gegend. Und eins haben sie gelernt. Wo sich Menschen aufhalten, fällt fast immer etwas für sie ab. Erst auf den zweiten Blick entdecken wir an einer geschützten Stelle diese Pflanze aus der Familie der Bärlappgewächse. Die Blätter der Pflanze profitieren vom Tau der Nacht. Acht Hütten, direkt am Kraterrand, für jeweils zwei Besucher. Wer fotografiert oder filmt, muss immer mit Überraschungen rechnen. Keiner von uns ahnt, was sich unten im Krater etwa 300 Meter Tiefe anbahnt. Der Lavasee des Nyiragongo beginnt plötzlich zu steigen. Und überflutet schließlich das nächsthöher gelegene Plateau. Ein Schauspiel, das nur wenige zu Gesicht bekommen. Und was Vulkanologen Angst macht. Denn niemand weiß, ob die Lava bald überläuft, ob der Nyiragongo explodiert und Goma wieder in Schutt und Asche versinkt. Am zweiten Abend gibt es Bohnen, Kartoffeln und Karotten. Nyiragongo à la carte. Nyiragongo. Das ist so heiß für dich. Schmeckt es euch denn? Dann übernehmen wir auch deine Portion. Schmeckt es euch denn? Hör mal, sind sogar Speckbohnen, was das? Mhm. Und zum Nachtisch ein gutes Primus. Jambo bwana, habari gani, mzuri sana, wageni, wakaribishwa, Kongo yetu, hakuna matata. Zurück in Goma, der quirligen Stadt im Kongo mit den über 500.000 Einwohnern. Wir sind auf dem Weg zum zweiten Eruptionsort, der Stelle, wo 2002 die Lava vom Nyiragongo aus dem Boden schoss. Edgar, ein Zeitzeuge, erzählt, wie damals alles begann. Wir sahen morgens, wie die Lava aus dem Nyiragongo eine Zeit lang den Hang hinunterfloss. Das sah nicht weiter bedrohlich aus und wir dachten schon, das war's. Aber dann, so gegen 2 Uhr nachmittags, waren wir völlig überrascht, als hier an dieser Stelle die Lava aus dem Boden schoss. Wir mussten in aller Eile unsere Sachen zusammenpacken und nichts wie weg. Ivorka, irunguza mimea,
Der Ausbruch des Nyiragongo 2002 hat einen Großteil von Goma zerstört. Unsere Häuser, unsere Ernte, alles. Und das kann jederzeit wieder passieren. Das ist hier wie ein Tanz auf dem Vulkan. Auch heute noch erinnern Bilder wie diese an die Katastrophe von 2002. Viele Bewohner Gomas haben sich notdürftig eingerichtet und halten sich irgendwie über Wasser. Zum Beispiel mit dem Brauen von Bananabier. Es kommt nicht oft vor, dass Weiße zu Besuch sind. Und so werden die Musungus entsprechend bestaunt. Dass wir fotografieren dürfen, haben wir Innocent zu verdanken. Er kennt die Menschen hier und hat uns mit ihnen bekannt gemacht. Die Kinder fassen am schnellsten Vertrauen. Diese hier haben sich noch nie auf dem Display eines Camcorders gesehen und geraten deshalb völlig aus dem Häuschen. Ein paar Tage später sind wir in Ruanda unterwegs, genauer gesagt im Dorf Kinigi, wo alle Trekkingtouren zu den Vulkanen oder den Gorillas starten. Zur Begrüßung gibt es einheimische Tänze. Wir sind auf dem Weg zur ehemaligen Forschungsstation Karisoke, dort, wo Dian Fossey von 1967 bis zu ihrem mysteriösen Tod 1985 ihre Forschungen an Gorillas durchführte. Der Bergregenwald auf 3000 Meter Höhe zwischen den Vulkanen Karisimbi und Bisoke hinterlässt einen tiefen Eindruck bei uns. Ja, hier hätten auch wir unsere Zelte aufgeschlagen. Thank you.
Ganz in der Nähe hat man zu ihrem Gedenken diese Rundhütte errichtet. Hier kann der Besucher einen Blick werfen auf das Leben und Wirken dieser außergewöhnlichen Forscherin. Ein Leben für die Berggorillas. Wer weiß, ob es sie heute noch gäbe, ohne Dian Fossis unermüdlichen Einsatz für die durch Wilderei und Waldrodung extrem bedrohten Menschenaffen. Wo sonst hätte man sie begraben sollen, wenn nicht in diesem Märchenwald gleich neben ihren Lieblingen? Thank you.